Herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen und Jenny Tana. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woodlands mit unserer Chaos-Truppe, bestehend aus Ecki. Ja. Caro. Hallo. Jenny. Hi. Der Schildstange. Hi. Und Nice Game LP. Hallo. Sei leise, Silvia. So. Hallo. Und es geht direkt gut weiter. So, Jenny, was haben wir heute vor? Na, erstmal den Gästen die Hüte geben. Die Hüte? Nicht die Hüte. Hut. Die Sicherheit geht vor. Dankeschön. Bitteschön. Danke. So, jetzt dürft ihr das gerne aufziehen. Guck mal, wie blöd die aussehen damit. Es ist so Silvia. Die sehen wie Bauarbeiter aus. Silvia, möchtest du irgendwie Probleme haben, hä? Also ihr seht ja in meinem Texture-Pack ziemlich... So. Bescheiden aus. Gut. Und es wurde öfter mal in den Kommentaren gefragt, ob wir denn mal eine Rundfahrt bzw. einen Rundgang durch unser Woodlands machen. Und da Destro quasi ziemlich neu ist hier, dachte ich mir, hey, wir lassen uns unsere wunderschöne Map doch einfach mal vom Destro ein bisschen zeigen. Und das machen wir jetzt. Bitteschön, leg mal los. Hallo. Hallo. Und ich kenne diese Map in- und auswendig, auf jeden Fall. Ja. Wir gehen mal voran hier, ne? Ja, lauf. Du musst mit den Bäumen anfangen, wie sie in der Reihenfolge, in der sie gebaut wurden. Warte, als allererstes? Falsch. Warte. Also rein theoretisch ist der allererste Baum ist doch der hier. Warte. Ja, genau, okay. Also der hier, der Treppenbaum. Das war der allererste. Aha. Und dann... Okay. Keine Ahnung. Geh einfach zu verschiedenen Bäumen und erklär mal, was du da so siehst. Dann hatten wir hier weitergemacht mit unserem Kistenraum. Das war sogar der erste Raum. Denn wir sind direkt von der Mitte, haben wir ja theoretisch was gebraucht, wo wir ungestört unsere Sachen lagern können. Mhm. Und das heißt, wir sind von dem Kistenbaum dann quasi weiter nach oben gegangen. Das hier kam zwar alles erst ein bisschen später, aber ich zeig's trotzdem, weil wir jetzt einfach Baum zu Baum machen. Hier war ein kleiner Brennraum. Und hier haben wir... Ich nenn's einfach mal Karos Hexenküche. Was? Und weil du da immer... Ich kann mich da noch... Karo! Da warst du immer nur drin. Ja, ich bin nie da drin. Doch, du bist voll oft da drin. Dann haben wir hier nämlich unsere wunderschöne Bürgermeisterhütte, die natürlich vollkommen ausgestattet ist. Das erste Büro ist hier mit der Sekretärin. Dann haben wir hier den Bürgermeister. Ich weiß zwar nicht, in welchem Büro das so ist, dass hier direkt der Bürgermeister kommt, aber es sei mal dahingestellt. Dann haben wir hier meinen Saunabereich. Den habe ich mir nämlich ausgesucht. Der muss unbedingt in ein Rathaus rein. Und weiter oben haben wir noch einen Wartebereich und die Büros für die Mitarbeiter, die irgendwie immer noch komplett uneingerichtet... Nee, ein bisschen sind sie eingerichtet. Aber nur ein ganz kleines, bescheidenes Stückchen, bisschen. Hä, sind die anderen nicht... Die anderen sind doch eingerichtet. Oh ja, aber da steht nicht mal ein PC. Ich weiß nicht, wie die hier arbeiten soll. Das ist für mich nur teilweise eingerichtet. Naja, so ein bisschen halt. An die Neuen, rette euch, bevor es zu spät ist. Bitte rettet uns auch. Wir sind im dunklen Kerker. Das ist unsere letzte Chance, bitte. Wer hat die denn eingestellt? Die sind ein bisschen creepy gerade. Ich glaube, die sind noch aus einer der ersten Aufnahmen sind die, glaube ich, noch. Ich glaube auch. Aber ich hab mich nie getraut, die wegzumachen. Also ich habe die schon öfter gesehen, aber... Lass sie stehen. Chance hat einen Rechtschreibfehler. Macht nichts. So, Jenny ist mit dem nächsten Baum dran. Jenny! Oh Gott. Ja, dazu müssen wir erstmal runter. Ja, unterhalte die Leute auf dem Weg dorthin. Lalalala. Ich merk's schon. Ecki macht das, sie kann das. Haus. Super. In the middle of the street. Nein. Warum nicht, Caro? Nein. Caro geht gar nicht mit. Caro steht da unten auf dem Weg. Ja. Die kennt das muss aber das übernächste Bäumchen erklären. Okay. Was welches? Wo? Ja, erstmal ist jetzt Jenny dran. Das heißt, du musst da erstmal mit. Oh, das ist William. Hallo. 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 Ja, als nächstes hatten wir ja hier den. Was sind denn die Männer? Wie haben wir den Baum genannt? Einer. Keine Ahnung. Da, wo wir halt ins Nether können, der Netherbaum. Schön ausgestattet mit Ehrenrüstung. Und wie heißt das Restaurant, Jenny?
Ja. Jenny, komm schon, sag schon. Jenny, du weißt es echt nicht mehr. Guck mal, Hobler und Span. Und da ist jetzt der höllische Hobler. Hobel. Ja, stimmt, da war irgendwas. Oh Mann, das ist so blöd. Ja, ein Restaurant. Boah, ja, hat sie gesagt, habt ihr das gehört, Hallo. Leute? Hallo. Ja, Caro. Caro kann gut kochen, und also ihr könnt sie damit nicht in Verlegenheit bringen. Bitte weiter. Und dann haben wir uns hier oben noch eine Aussichtsplattform, Gedönse, Gedingse. Ach nee, hier oben ist das Restaurant, stimmt. Hey, Moment mal, Jenny, du bist hier richtig krass falsch. Made by Isa Haydotter. Mann, die hat auch mal mitgemacht, krass. Ja. Boah, ich weißt du, wie lang das her ist, dass ich letztes Mal in diesem Baum drin war? Das ist echt super lange her und das hier macht immer noch genauso viel Spaß. Also hier ist das exquisite Restaurant. Hallo, 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 hallo. So, unser exquisites Restaurant. Stimmt, da war was. Ecke. Da. Jetzt ist Ecki, jetzt ist Caro dran. Caro. Nein. Bitte. Caro? Alter, diese Treppe macht mich einfach komplett fertig. Wo ist denn Caro jetzt hin? Da. Caro, los. Hallo, wo denn? Ja, nächster Baum. Echer denn? Danach kommen unsere Häuser, ne? Dieser? Ja. Oh, unser Häuserbaum. Und mein Haus ist immer noch nicht komplett. Erzähl uns ein bisschen was davon, Caro. Also, das ist der Häuserbaum. Ja. Und gleich sind wir bei Rochmoffels Haus. Du hast nicht geklingelt. Ding dong. Warte, klopf, klopf. Darf ich rein? Klopf, klopf. Dankeschön. Sie weiß es einfach noch. Das finde ich gerade ein bisschen lustig, muss ich sagen. Okay, das ist seine Wohnung. Voll rieselig. Oh, du hast was vergessen, Caro. Die Aussicht? Nein, nicht die Aussicht. Oh, nein, das hast du auch vergessen. Was denn? Oh, ich habe mir so viel Mühe damit gegeben. Ja, danke, endlich mal. Endlich mal jemandem, den das auffällt. Ja, da ist ein komische Dachterrasse. Boah! Wie sie mich hasst, Leute. Ja, guck mal, das sieht voll hässlich aus. Voll gut, das ist voll in den Baum eingelassen. Was ist denn mit dieser Lücke hier? Oh Gott, welche Lücke denn? Ja, da über mir. Ja, das soll so sein. Das muss so, das ist künstlerische Freiheit. Künstlerische Freiheit. Aber von hier hat man echt einen guten Blick auf die ganzen Wege, die wir gebaut haben. Ja, ne, deswegen habe ich mir ja genau diese Wohnung ausgesucht. So, gehen wir wieder raus. Caro, du hast nicht geklingelt. Ding dong. Wow, Bibi. Die Tür vor der Nase zu, dankeschön. Bibi ist noch nicht fertig. Bilbo ist noch nicht da. Sie war aber auch riesig. Und hier nicht fertig. Und überhaupt. Oh, hier kann man gar nicht rausschwimmen, das ist ja blöd. Oh, schade. Ich dachte, das ist jetzt ein schöner Wasserfall. Wohnbereich? Nee. Wohnbereich? Aha. Küche? Küche? Und Lager? Boah, guckt euch das mal an. Bisschen feucht Blau. Hier unten. Schlafzimmer hier Blau. Unten. Blau. Ecki. Blau. Ja. Blau. Es ist blau. Oh, lol, da geht's auch noch runter. Sie hat eine viel größere Wohnung für viel weniger Geld. Ist echt so. Ja. Tang, was machst du immer falsch? Gehen wir wieder rauf? Ja, warum bezahlt sie mehr als 10 Euro? Und los. Im Jahr. Hier wohnt Jenny. Jenny. Ist auch Jenny noch denn nicht schon fertig? Nein. Boah, Jenny. Oh. Jenny schläft mit dem Schlafsack auf dem Boden. Guck mal, Engel. Oh nee, sie hat einen Engel-Landeplatz. Von wem ist das denn? Das habe ich dahingestellt. Das. Oh, sie ist ja voll selbstverliebt. Ich sterbe. Das ist nur getreu, weil das habe ich in meinem Zimmer. Ich habe dir geholfen. Lass mich rein. Ich habe gerade gerettet. Lass mich rein. Geh da jetzt raus. Du musst uns weiter die Wohnung zeigen. Los. Nein. Jenny? Doch. Hast du das bei dir dran stehen? Das steht bei mir an der Wand über dem Bett, ja. Ah, das ist Caro. Süß. Ja. Okay. Oh, meine Tür ist offen. Hier ja. Oh, Caro. Ey. Geil. Da sind meine Hunde. Caro. Hunde? Da ist mein Wohnzimmer. Oh, die Blumen. Hey, bring mal Bier. Das ist mein... Okay. Ja. Da ist mein Computer-Schreibtischding. Ah, ist mein Bett. Geht's hier zu Egbert? Das finde ich ja immer noch am prallsten hier. Die einzige Verbindung ever. Dann ist hier ihre Küche.
Ja, meine Küche. Ja. Dann geht's hier hoch. Mhm. So, weiß sie, was, keine Ahnung, was das ist. Eine Toilette, glaube ich. Das hier ist, glaube ich, eine Toilette. Das ist ein Plumpsklo hier. Nein, nein, nein. Das hier ist hinten keine schon. Toilette, das ist ein Dachboden. Das ist ja kein Dachboden. Das ist ein Dachboden. Weißt du nicht, was du schon wieder unter Dachboden verstehst? Also bitte. Dachboden. Komm nicht runter. Hier ist mein Schlafzimmer. Ich zeig ja rum. Psst. Oh. Hier ist Eckis Schlafzimmer. Hund. Ah! Stopp ihn! Okay, der Besitzer also. Muss rechts gehen. Also, Schlafzimmer. Sterben! Nein! 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 Wieso kriegst du mich Leute, nicht raus? Leute, helf mir doch mal! Die Luft wird knapp. Au. Ja, okay, ich bin endlich wieder safe. Das war langweilig. Geh bitte weiter. Caro, ist das Schild nicht von dir? Ja, ne? Welches? Das beinahe gestorben, Vorsicht. Ja. Okay. Kommt ihr jetzt bitte? Es kommt nämlich öfter vor, dass ich hier beinahe sterbe. Dann geht's ja, weiter. Ja, scheinbar. Indem ich Kartoffeln esse. Winkelpause. Wer wohnt denn so spannend. Hier wohnt, glaube ich, niemand mehr. Es ist, ja. Guck mal, da hat man auch eine richtig hässliche Aussicht. Ja, hier könnt Sehtest noch ein Zimmerchen bauen. Ja, echt so. Aber zuerst müssten mal so Leute wie Jenny und Bilbo überhaupt ihre Wohnung fertig haben. Das war's Ende. Aber ich glaube, das wird nie was. Ecki ist dran! Ich wollte gerade sagen, ich mach sonst alles hier. Ich bin dran. Blub. Der Baum ist viel zu hoch. Das ist ganz schön. Ich wollte gerade sagen. Hatschi! Der ist gar nicht mitgekommen. So. Sylvia ist blöde. So. Vor allen Dingen hat Sylvia die ganze Zeit auch überhaupt nichts gesagt. Sogar Destro hat mir gesagt. Sehr gut, Destro. Ja, zwei Worte. Hey. Caro. Ecki, wir warten alle nur auf dich. Ja. Du bist die Führerin. So. Hey. Jetzt musst du nur noch aus Uganda, Österreich kommen. Uganda. Fast das Gleiche. Uganda. So dasselbe. So. Willkommen WC. Im WC. Es ist keine Toilette. Nein, nein. Der Woodlands Center. Hier ist mein Kleiderstübchen. Schön, da kann man Klamotten shoppen. Ja. Ja, wirklich? Ja, wir haben und hier was neue, ist das hier? Wir haben hier neue Mode. Schön, ist mit das der? Hüte. Ich ist Mode das geklaut. Der Blue Boom? Der Blue Boom? Ecki hat mich ignoriert. Blue oh, Boom. Das ist der Blue Boom, ja. Das ist, je nachdem, wie der steht, so ist der Preis. Warte, jetzt hoch. Wird man bei Diebstahl bestraft? Ja. Ja. Dann hänge ich das Ding immer wieder an. So, Ecki, geh mal weiter. Ja. Hier ist eine Tür. Warte. Ich komme nicht durch. Caros Karottenladen. Hier kann man jawohl. Kaufen. Wie sieht's da drin aus? Kann man da rein? Ja, natürlich. Da kann man aber gar nichts. Da sieht man ja, wir hallo. Haben keine Karotten mehr da. Da. Können Sie uns doch, mal wir wieder. Haben drei ich hab hier eine. Nein. Toupee-Laden. Oh, kann man die Haare schön machen. Jenny's Toupee-Laden. Jenny hat die Haare. Oh, guck mal, bin ich nicht hübsch? Das bist du nicht. Doch, das ist ein Foto von mir. Das hat Jenny ja hingehängt, weil sie mich so Creeper. Gern hat. Bei mir ist es ein kleiner so. Mario. Gegenüber kommen wir zu Würfel. Rockys Rockabar. Die wunderschön rockig und total selbstbewusst eingerichtet ist. Mit Pink gehen wir. Hier fehlt noch Musik. Ach doch, da ist ja Musik. Und dann kommen wir zu dem richtig süßen Nom-Nom-Nom-Schokoladenladen von Bilbo. Ja, oh. Der ist aber echt cool. Der ist richtig toll. Wir mal müssen noch ist. Mehr rumhängen. So, überall irgendwelche Nom-Nom-Nom-Schokoladenbohnen nom, dran. Nom-Nom-Nom-Nom. Das wär's. Aber sie hat das Bauen allgemein extrem gut drauf. So, und dann sind wir auch aus dem WC raus und es ist immer noch keine Toilette. Und jetzt ist Sylvia dran mit dem... Nein. Dann hätte ach, ich mein nein. Geschäft also woanders erledigen doch, sollen doch. Und nicht dort... Ja, nicht im WC. Also nee, im nicht WC einfach reinpinkeln. Upsi. Er hat oh, ja Destro! Weißt du, ist er einmal dabei? Well, yeah, ist er einmal dabei und hat direkt alles gefeuchtet. Ist egal. Gefeuchtet? So, well, befeuchtet. Yeah, du musst Poop wegmachen. Ist die Achtung, Baustelle-Dingens hier schon weg eigentlich? Ist die Baustelle schon fertig? Ich glaube, das ist nein. Noch nicht hundertprozentig fertig, dann aber schon etwas ausgebaut. Aber dort können wir auch nicht hingehen, da ist der Aufzug nicht fertig. Aber wir können da ja, da ist Bilbo der nachher fragen, weil sie kommt ja noch. Deswegen müssen wir netterweise in mein Jump'n'Run. Nein.
Also Leute, seid ihr schon gespannt? Nein. Ja. Das hier ist eigentlich der Secret-Bau. Ich bleib mal hier unten und warte. Genau. Nein, Ecki, du kommst auch mit. Ecki, ich warte mit dir. Nicht. Nein, ja. Wir haben doch überall mittlerweile Wasser. Ja, aber dann komme ich trotzdem nicht oben an. Ja doch, oben an kommst du auf jeden Alter, Fall. Alter, geh weg. Geh du doch. Jetzt links lang, einmal um die Ecke. Ich bin schon auf dem Blätterdach. Jetzt ist Silvia. Hallo, Caro. Ich bin im Wasser.